Okay. Fangen wir mit den Videos an, Chat, die rausgekommen sind. Jetzt kommt's, Chat. Wartet kurz. Und ich hab da sowas Kleines mitgenommen. Nein! Digga, er hat mein Pokal geklaut, okay? Er nimmt mein Pokal, Chat. Das kann nicht wahr sein. Zeig mal bitte mein Pokal nochmal. Warum? Ja, ich will den nochmal sehen, ganz kurz. Achso, ja, mach ich gleich, okay? Okay, wann? So eine halbe Stunde? Nein, zeig kurz! Ja, mach ich später, ja? Nein, zeig jetzt kurz, Digga! Ja, ich mach später. Nein, nicht später, jetzt bitte! Ganz kurz, zeig ihn einmal in die Kamera, ganz kurz einfach nur! Der ist gerade bei meinem Vater. Nein, ist er nicht, Digga! Ich weiß ganz genau, der ist im Hintergrund irgendwo. Schwör auf alles? Ich glaube nicht. Digga! Digga, du hast ihn doch nicht weggenommen. Ich weiß nicht. Robert, bitte zeig ihn einfach einmal ganz kurz. Bitte zeig mir den Pokal ganz kurz. Warum? Bitte zeig einfach. Okay. Ja. Warum legt er auf? Er hat mein Pokal, Digga, er soll ihn zeigen. Er soll ihn zeigen. Digga, ich hab eine Vermutung. Ich hab eine Vermutung, Chat. Ich hab eine Vermutung. Er hat mein Pokal. Was soll damit sein? Hier ist sein Pokal. Hier. Digga, ich schwöre, ich dachte, er hat mein Pokal kaputt gemacht, Digga. Unterstrich-B97 Donut. Weil das sah so aus, als ob so ein Fuß fehlt. Mein Gott, ich dachte, er hat ihn kaputt gemacht. Hab kurz Angst bekommen. Ich dachte, er hat mein Pokal kaputt gemacht. Okay, alles gut. Bruder. Sorry, Walla, sorry. Fehlalarm. Ja. Wie Fehlalarm? Ja, ich dachte, du hast mein Pokal kaputt gemacht. Weil oben bei einem Video sah das so aus, als würde da ist im Hintergrund noch ein Fuß, als würde der fehlen. Nein! Ja, und ich dachte aber, im ersten Clip, den ich gerade nochmal gesehen habe. Nein. Ja, okay. Ja, alles gut, Bro, okay. Ich werde dir das trotzdem heimzahlen, Bro. Es gibt trotzdem Rache. Ja, warte mal, aber bist du Battle of the Socials? Was ist das? Wann sehen wir uns das nächste Mal? Bei, weiß Gamescom. Ich nicht. Ich weiß nicht. Gamescom bestimmt sehen wir uns. Ach so, ja, Gamescom. Okay, hau rein. Ciao. Digga. Der ist kaputt, nein. Nein, das sah so aus, aber der war... Ey, kann ich... Hä? Haben jetzt ein MacBook geklaut? Hä? Er macht Ding! Er hat doch nicht mein MacBook geklaut! Da haben wir noch Adam. Ich soll euch mal auf mein MacBook, Leute, alle eine Glatze haben. Schurkenkrieger, oh, danke für meine Hamid, bist der Beste und danke, dass du dir immer so viel Zeit machst für deines Teams. Das steht mit deinem Programm. Heute machen wir Reactions, GTA. Minecraft, yes. Guck mal, wie er Stress hat. Oh, ich schwöre, Hier ist an der Kopf. Omelette hat einfach mit einer Ratze zusammengelebt und es hat ihn nicht gejuckt. Ey, wir haben mit Omelette geredet, ne? Und kennt ihr diesen Clip von Eli und Willi, wie die lachen, weil Omelette irgendeinen aus dem Knast gedatet hat? Jetzt kommt's, Digga. Wir fragen ihn. Er will sich so rechtfertigen, über dass er sich so mit Frauen auskennt. So. Julian Konrad, danke schön für den Resub im 4. Dann reden Roat und ich mit Omid. Wir fragen Omid so, ja Bruder, blablabla. Wir reden so über Jungs, die nicht so korrekt zu Frauen sind. So. Omid sagt, ich bin richtig korrekt zu Frauen und so. Und dann sagt Roat so, hä Bruder, du denkst, Frauen, die waren im Gefängnis. Und dann Omid fertigt das Recht und sagt, ja, Bruder, sie war aber auch nur 2 Jahre.
Wie? Sie war nur 2 Jahre? Bruder, sie war fast so lange im Gefängnis wie mein großer Bruder. Was soll das heißen? Nur 2 Jahre? Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ich frag ihn. Ah, warte mal. Wusstest du vorher, dass sie im Gefängnis war, bevor ihr euch gedatet habt? Weil ich dachte mir, der wusste das bestimmt nicht. Er sagt einfach, ja. Er wusste das auch vorher! Er ist vorher mit dem Gedanken, okay, ich treffe mich gleich mit einer, die 2 Jahre im Gefängnis war. Mit diesem Gedanken ist er in ein Date gegangen. Mit einer Frau. Bruder, oh Mensch. War ein hoffnungsloser Fall, ich sage euch ehrlich. Hoffnungsloser Fall, wirklich. Weil der ist ja kein... Er ist Student, Chat. Er trifft sich mit einer Frau, die 2 Jahre im Gefängnis... Wie alt ist sie, wenn sie 2 Jahre im Gefängnis war? Egal, scheiß drauf. Scheiß drauf. Jeder soll machen, wie er will. Jeder soll machen, wie er will, Chat. Was sagt er, hat die gefüttert? Oder das ist krass. Macht ihr das? Machen die Profis auch, ja? Echt? Ich werde so Auge legen auf Delay Sports, weil ich einfach nicht will, dass Eli diesen Pokal bekommt. Er sagt, sagt der Sänger, ich weiß nicht, welcher Sänger, ich sag David Scott. Er sagt, oh, boah, weiß er das. David Scott. Jujux, danke schön für den Prime-Stuff. Kuss geht raus. Er trägt Travis-Schuhe und sagt David Scott. David. Seit wann hast du die? Ich glaube so 2 Jahre. Ich bin vor einem halben Jahr rausgekommen. Echt jetzt? Ich sag so, Davis, Bruder, schick mal Schuhe. Er sagt, okay, Bro. Guck mal, wie hässlich dieser Fettsack ist. Warum schwitzt du schon so? Max Sport, Junge. Bruder. Ey, ich weiß nicht was, ne? Es ist, aber ich sag euch ehrlich, diese Frisur von Sydney ist die fresheste Frisur, die er hatte. Hier mit diesen Flauschigen. Das sieht so aus, als wäre so, als hätte er eine Steckdose gefasst, aber es steht ihm. Ich finde die fresher als alle anderen Sydney-Frisuren. Sport, Junge! Hugo! Weil Hugo sieht auch aus, als hätte er eine Steckdose gefasst, aber... da sieht es halt einfach nur so aus. Mann, was spielst du, Eddie? Warum? Mann, das ist Business! Oh mein Gott! Nein! Sogar er hat 100 gemacht, sagt er! Sie? Was ist das für ein Tinker, das ist dieser Polizist aus Simpsons! Der zu viele Muffins isst! Dieser eine mit blauen Haaren, Bruder, wie heißt der? Guck mal, wie der aussieht! Oha, Junge, wie hat er die Sportprüfungen bei der Polizei bestanden? Auf Front, Bruder! Wie hat er die Sportprüfung bestanden? Oha! Oder hat Sportprüfung bestanden, danach ging es nur noch bergab, oder was? Was sagst du jetzt? Hallo Melina. Hi. Wenn du mit einem Tier schlafen müsstest. Gargamel. Ich weiß nicht warum, ich fand's einfach nur lustig, weil ein Gargamel gezeigt wurde. Welches wäre es? Neo ist der Bock. Hab ich auch gemacht. Ja, das. Er hat beste Job, er muss einfach Mike halten. Bruder, ist das nicht anstrengend? Es ist anstrengend, ich will das anstrengend, mein Bruder hat. 3-0 ist das Spiel tatsächlich ausgegangen. Was ist denn das? Was war das? Was ist denn das? Das soll eine 7 sein, glaube ich. Ah, vielleicht sah es aber fresh aus, als der Cut gemacht wurde, Chat. Chat, vielleicht sah es fresh aus, während er, also nach, frisch nach dem Friseur. Motto, er sieht nichts. Guck mal, ekelerregend. Ey, muss sie, ne? Muss sie, er ist so anders geworden, seitdem er eine Freundin hat, Chat. Er schreibt mir gar nicht mehr, wie es mir geht, Digga. Früher, wir haben so über unsere Probleme geredet und so, über Beziehungen und so. Er schreibt mir nicht mehr, Chat. Er war so meine Schulter, bei der ich mich ausgeheult habe und so. Jetzt ist die Schulter einfach weg. Jetzt benutzt wer anders die Schulter, Chat. Das ey, oh Mann, Digga, das tut weh, Mann. Das tut weh. Wenn man seine Freunde verliert, Digga, wegen einer Frau. Das tut weh. Ich liebe ihn immer noch, ne? Ich liebe ihn immer noch, aber er ist jetzt weg. Chat, er ist weg. Er ist weg. Passt immer auf eure Freunde auf, Chat. Versucht sie nicht zu verlieren, wenn die an deine Freunde kommen. Viele Jungs werden schwach,
Viele Jungs werden schwach, viele Jungs kriegen eine Freundin und lassen ihre ganzen Kollegen dann fallen. Als wäre es nichts, als hätten sie sich nie gekannt. Einfach so, pack, pack. Ich hoffe, ich werde nicht so. Ich hoffe, ich werde niemals so für eine Frau, weil dann ist es nicht die richtige Frau. Guck mal, Willi! Riemhoff, danke für den Giftzap. Walla, ich sehe diesen Namen jeden Stream, ja. Riemhoff, immer wenn ich deinen Namen sehe, dann freue ich mich automatisch. Nicht mal nur, wenn du subst, sondern auch, wenn du eine Nachricht in den Chat schreibst. Ernst. Wenn diese gelbe Name kommt, Riemhoff. Was soll das schon wieder? Halt die Fresse, Alter. Was soll das schon wieder? Guck, ich hab's gesagt, ich schwör, sein Name ist irgendwie immer gelb im Chat. Warum? Geil, scheiße. Jimmy, like YT. Eli! Eli! Schreib mal seinen Namen. Eli! Sag ich! So, der raus, der nächste. Kriegt kein Geld. Ja. Das geht nicht. Guckt euch mal sein Hintergrundbild an. Trip to Rondo, man, we're put him on ground, up the squids, brother. 5 Subs, Bro, wenn du 10 Stück machen kannst. 6, 7, 8, oh mein Gott! Chip to heart, don't stand too close. Guck dich mal an, das ist peinlich. Digga, scheiße, was ist das hier? Das Team. Und warum hast du... Chip to heart, don't stand too close. Ich hab's geschafft, meine Freunde. Ich weiß nicht, was es ist, aber immer wenn ich Feuerwerk höre, kriege ich Angst. Ist das normal? Immer wenn ich Feuerwerk höre, kriege ich Angst. Liegt es daran, dass ich aus Syrien bin, Chat? Ich meine ernst, ne? Letztens als hier bei unserem Event da, war abends auch Feuerwerk, weil war ja Fest in der Stadt. Ich dachte Bomben, ehrlich. Ich hab echt krank Angst bekommen. Ey, yo! Ich weiß selber nicht wie, aber ich bin im Club gelandet. Einmal dürft ihr raten, wer das ist. Ach, Rohr hat das erst ab da gefilmt? Daniel, was denkst du für den Resub im 10. Also ich hab hier keine Ahnung, wo ich bin, aber es riecht nach Ort. Everest Rohr. Das Ding ist, ich hab nicht mal Ott gerochen, seine Nase ist so... Also Bruder, ich weiß nicht, was mit seiner Nase ist, ich sag euch ehrlich. Man muss schon... Er hat so eine Hundenase. Also ich will nicht sagen, dass Ott ein Hund ist, aber so wenn es um Ott geht, hat er so eine Hundenase. Er riecht das so von Weitem und so. Also als er da... Ich meine, ich hab's auch gerochen, aber nicht an der Stelle, wo er es gerochen hat. Er hat es gerochen, hat diese Aufnahme gemacht, erst 20 Meter später hab ich es gerochen. Das heißt, Rohr hat einfach von 50 Metern Entfernung schon Ott gerochen, wo ein normaler Mensch es noch nicht riechen konnte. Wisst ihr, was ich meine? Diese kurdische Nase ist ein bisschen anders aufgebaut. Die hat sich so weiterentwickelt, so wie so ein Pokémon. Die riecht Ott besser. Ja, Leute, was geht ab? Chicken Wrap mit Süßkartoffelpommes. Oh! Also, ich mach heute Chicken Wingman. Claire ihm heute eine Dame. Claire heute für dich. Ich nehme dich an die Hand, Berko. Wir hatten eine Omi im Store, die war 70 Jahre alt, also wirklich sehr, sehr alt, ne? Die ist bei uns ins Store gekommen, nicht weil sie irgendein Kind mit hat oder so, aber für sich. Die wollte sich jung fühlen. Dann hat sie was gekauft auch, ein Watteschön, und hat mich gefragt, ob ich das unterschreibe. Ich so, klar, unterschreib darauf. Und nachdem ich unterschrieben habe, guckt sie mich einfach an und zwinkert dazu. Ich schwör auf alles. Digga, Eldin hat gerade gesagt, er tritt in die Fußstapfen von Willi und Sydney, wenn die älter werden. Die kosten 1,3. Die kosten 1,3, Bruder, du willst mich doch verarschen. Check, wo bist du? Bruder, wir brauchen hier einmal Sicherung im Kleidungsbereich, bitte. Der Schild, ja, Baby, hier läuft anders. Wir sind zwar Paderborn, Bruder, aber wir sind gefährlicher, als ihr denkt.
Schneide dich an, jetzt geht's gleich richtig. Giuasa! Giuasa! Gian hat mich heute angerufen, Chat. Weil wir hatten doch beim letzten Ding gesagt, ja, ich meinte doch zu ihm, mach alles mit Studio, so, ich zahl das, ne? Er hat mich heute angerufen und meinte so zu mir, ja, oder er hat sich richtig man hat gemerkt, er wollte gar nicht fragen. Er wollte gar nicht fragen, er hat es richtig gemerkt, dass er unwohl war und er hat so drumherum geredet, weil er wollte gar nicht zum Punkt kommen. Ich so, Junge, komm mal zum Punkt, Digga, was willst du von mir? Weil es war so ein unnötiges Telefonat. Er so, ja, bla bla bla, ich wollte so 3 Lieder aufnehmen in so einem krassen Studio und so und das kostet 1000 Euro. Und so, ich hab gemerkt, er meinte so, ja, kannst du mir geben? Ich meinte so, ja, Bruder, normal, nimm, Digga, geh diese scheiß Lieder aufnehmen, direkt. Er redet 3 Stunden rum, weil es ihm unangenehm war, Digga. Er ist so süß, mein Gott, er ist so ein süßer, großer Bruder, Digga. Und da bin ich aber auch euch unnormal dankbar, weil nur dank euch können wir sowas machen. Also, Bruder, stellt euch mal vor 2 Jahren hätte Gia mich nach so 1K gefragt. Ich hätte so niemals Ja sagen können. Jetzt er fragt mich, ich war aber natürlich nicht unnormal reich, ne, aber mein großen Bruder, ich würde direkt alles geben. Ja, frag mich, ich kann einfach sagen, ja. Digga, das hat so geil abgeschmiert. Wisst ihr, ich meine? Dank euch aber. Weil, also ich kaufe mir ja zum Beispiel nicht so viel und sowas. Deswegen hat ich, Alter, ich hab das auf dem Konto. Ich kann mir einfach sagen, ja, nimm. Und er kann jetzt 3 geile Lieder aufnehmen für Rap La Rue. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann ist für uns auch geiler, Digga. Und dann hat Gian bessere Ding. Bessere Qualität und so. Ja, dann wird das geiler, Digga. Und dann wehe, Sadik. Wehe, du bewertest Gia noch einmal schlecht, okay? Da stecken jetzt 1000 Euro von mir drin, Sadik. Du beleidigst mich auch. Ich hab jetzt keine schlechte Bewertung mehr. Hoffentlich hat er das verstanden, Chat. Schick das Sadik. Nein, schick das nicht. Schick das nicht, Sadik, bitte. Ich meine das ernst. Schick das nicht, Sadik, bitte. Entschuldigung, Sadik. Ich nehm direkt zurück, direkt ein Entschuldigungsvideo. Sadik, es tut mir leid. Ich hab das nicht so gemeint. Ich weiß auf jeden Fall, dass du ein sehr, sehr gefährlicher Mann bist in Deutschland. Und das war einfach nur Spaß. Also ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich nehme es zurück. Das war nicht böse gemeint, Sadik. Ich habe es einfach aus Spaß gesagt. Weißt du, ich meine, es ist mir rausgerutscht. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann weiß ich direkt, es war ein Fehler. Du kannst deine ehrliche Meinung weiter sagen in den Videos. Das ist kein Problem. Ich wollte dich nicht angreifen oder so. Es tut mir leid, ich respektiere dich sehr, Sadik, okay? Okay. Chat, kurz dafür gesorgt, dass ich nicht zusammengeschlagen werde. Kennt ihr die Serie Narcos? Das ist Gustavo. Er ist Pablo Asahbi. Ey, kennt ihr diese Uhrzeit? Ihr seid 0:30 Uhr, euer Vater ruft. Das ist das Gustavo. Einer schimmert. Das ist das Gustavo. Wir haben mich wieder gezwungen, hier reinzukommen. Eis. Das Ding ist, ich habe Roat ehrlich nicht gezwungen, aber überredet, in den Club zu kommen. Und jetzt könnte man schreiben El Hamed, okay? Ihr könnt jetzt alle einmal ruhig El Hamed reinspammen. Aber jetzt kommt, okay? Schreibt ruhig. Okay, ich habe Roat überredet, mit in den Club zu kommen. Aftershow Party. Könnt ruhig schreiben El Hamed. Aber jetzt kommt, nicht um Alkohol zu trinken, sondern nur um mit den Freunden zu feiern, ohne Alkohol. Es wird nur Wasser und Energy getrunken im Club. Das heißt, wir sind nicht im Club gegangen, um Alk zu trinken und Weiber zu klären, sondern wir sind in den Club gegangen, um den Tag zu feiern zusammen mit Wasser und Musik, die uns gefällt. Weil wir kannten sogar den DJ. Die haben mir gesagt, mach mal Reezy an, mach mal das Lied an, mach mal das. Kein, ich trinke keinen Alkohol, Chat, ich mag das nicht. Ich mag das, so Kontrolle über meinen Körper zu haben. Und deswegen habe ich damit aufgehört. Das hat nicht mal religiöse Hintergründe. Ihr braucht nicht Ehremann schreiben. Das ist egoistisches Denken. Ich mache das nur für mich, trinke ich keinen Alkohol. Nicht um auch cool zu wirken oder so, sondern einfach nur, damit mein Körper stramm bleibt. Damit ich länger stramm bleibe und sowas. Und ich brauche das auch zum Glück nicht. Also, ihr braucht das alle nicht, ne? Ich will keinen im Chat sehen, der sich denkt, ich brauche das, um Spaß zu haben. Braucht ihr nicht. Das ist so Placebo-Gedanke. Sieht so falsch aus. What is the first one in the world? I don't got R.A.s, I don't like those. Ja. Guck, da bin ich ohne Alkohol, Digga. Mit diesen Freunden, die haben wir alle beim Rolling Loud getroffen. Hier ist Berkoli hinter mir. Alle mitgeholt. Die haben wir Rolling Loud getroffen. Ich meinte, wir kommen nach Paderborn auch.
Warte, ich hab Glizzy! Weil ich sag euch ehrlich, wir sind Jungs, manchmal brauchen wir so Abhärtung. So Schubsen und so, Digga, ein Junge braucht das manchmal. Aber ein Alkohol, braucht das ein Junge? Nein, brauchen wir nicht. Hol die Glizzy raus, hol die Glizzy raus! Ja! Ey, ihr wisst gar nicht, hier Chat ist Rohards Alkohol sag ich schon, Digga, zu viel über Alkohol geredet. Hier ist Rohards Hose gerissen. Während dem Lied auch. Rohard seine Hose. Hier, achtet mal darauf, wie er sich bewegt. Seine Hose reißt hier gerade während der Szene. Jetzt. Zeigt er das im Vlog auf? Ich glaube schon. Aber warum musst du mich auf? Das Problem ist, wenn du ehrlich 5 Kurden bei dir schlafen lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende irgendwas fehlt in deiner Wohnung, nicht irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, sondern es ist Fakt. Die Frage ist nur, wie viel fehlt? Das wär's. Okay, ich fahr mal. Wusstest du nicht mit King des Monats Menü, Bruder? Ey, Lada. Ey, jetzt kommst du, Gadget. Jetzt kommst. Jetzt kommt's, Chat. Wartet. Ich brauch kurz was für die Story. Ich erzähl jetzt eine Story. Okay. Okay, Chat. Wir sind bei. Ich bin mit Rohat, Omet und Eldos bei Burger King, okay? Eigentlich esse ich nicht so ungesunde Sachen, aber für den Tag nichts anderes hat offen. Ich habe den Jungs auch was zu essen geholt. Ich habe mir da auch was geholt, so schnell. Burger King. Und wir fahren durch diesen BK Drive, ne? Drive-Thru. Und ich frage die Jungs, was wollt ihr essen? Und Omet sagt, was er essen will. Eldos sagt, was er essen will. Und Rohat überlegt immer richtig lange. Also er ist generell ein Mensch, der lange überlegt. Er ist sehr wählerisch. Und da meinte er am Ende Crispy Chicken. Da meinte ich so, im Menü oder normal? Da meinte er so, im Menü. Da meinte ich so, ja okay, dann hole ich King des Monats. Ne? Weil King des Monats war Crispy Chicken an dem Tag. Und jetzt kommt's. Wisst ihr, was Rohat gesagt hat? Hä, Bruder, was ist denn King des Monats? Als ob er nicht wüsste, was King des Monats ist. Wie er lügt, Digga. Er weiß ganz genau, was King des Monats ist, Digga. Jeder weiß, was King des Monats ist, Digga. Und vor allem Rohat. Ey, Big Wheel! Big Wheel, my brother! Big Wheel, Loop! Big W! Vorfang? Ernsthaft? Ist das dein Ernst, Bruder? Was ist das, ich meine? Ist dein, an. Ja, hier, Ham. Dein Bruder kann einen. Echt? Nein, Digga! Nimm diese scheiß Sachen, bevor ich gucke, was da noch alles drin ist. Bruder, ja. Omet! 3 Jahre! Wie viele Playbutton hast du? Ne, anschauen, ne? Ui, er gibt doch Playbutton! Nein, Omet, tu zurück. Walla. Torschützenkönig Pelletseus Cup-Pokal Turnier. Ist dein Ernst? Omet hat den geklaut, wollte den klauen und Ding nimmt den einfach danach. Rohat hat den danach genommen. Wo ist mein Hamed-Logo-Play-Button, Bruder? Hamed-Logo mitgenommen. Das ist respektlos, ne? Chat, guckt euch das an. Wisst ihr noch, wie viele Playbutton ich hatte im Hintergrund? 2. Wie viele habe ich jetzt im Hintergrund? Was soll das, Digga? Ja, ich muss was mitnehmen. Hast du auch ein Ladekabel geklaut? Oder was ist das? Guck mal, wie viele Watto-T-Shirts er genommen hat, Digga! Mein RB Leipzig-Trikot! Noch ein Watto-T-Shirt, ein Red Bull. Da
Das ist viel zu noch krass. Bei Red Bull. Nein. 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 Halt die Fresse. Nein. Nein, nein, nein. 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 Nein, Dicker. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Mein MacBook? Für was? Er hat nicht mal mein Passwort. Einfach. Er. Was will er denn damit machen? Er hat mein MacBook abgezogen. Moment! Was? Digga. Warum hast du mein. Warum hast du mein MacBook genommen? Wieso nicht? Bro, wofür? Du hast nicht mal mein Passwort! Ich lasse alles zurücksetzen. Ja. Oder was für Apple? Ich lasse alles zurücksetzen, dann benutze ich den Apple dazu mal. Nein, Bruder, das ist falsch. Das ist ehrlich falsch, Digga. Dafür komm, du weißt halt, dafür kannst du in die Hölle kommen, ne? Dafür kannst du in die Hölle kommen, Digga, weil das war mein MacBook. Das war nicht dein MacBook. Oh, Matt, gib mir den zurück einfach, okay? Das war nicht dein MacBook. Das war mein MacBook. Ja. Wo ist meiner dann? Hä? Wo ist meiner? Das ist meiner, Digga, ich seh das doch! Ja, aber es ist nicht mehr deiner, Bruder. Ich. Du kannst ehrlich keine Kurden bei dir zu Hause reinlassen, ne? Es waren an diesem Wochenende zu viele Kurden bei mir zu Hause, mein Gott. Du guckst rechts, links, du kommst dir unwohl vor in deiner Wohnung, weil du weißt, irgendwas fehlt, du weißt aber nicht was. Meine Playbuttons sind weg, meine Tor. Bruder, meine Playbuttons sind weg, okay? Beide meine Playbuttons. Mein MacBook wird abgezogen, also 8 T-Shirts. Manche Sachen weiß ich noch nicht. Ladekabel und mein Torschützenpokal vom Schulturnier. Warum? Es ergibt gar keinen Sinn. Das sind so random Sachen alles. Nein, nein, du hast. Oder wie passt das alles? Ein Übersinn. Nee, das ist kein. Das war, also ich sag mal so, ich bin ein fairer Spieler und sowas, aber ab jetzt wird das Spiel nicht mehr mit fairen Mitteln gespielt, Chat. Kann sein, Moment, Bruder, ich bin morgen einfach bei dir zu Hause. Roat, kann sein, morgen, ich bin in deinem Dorf. Kann sein. Ihr wisst es nicht mehr. Du holst 8 Kurden in deinem Wohnung und wunderst dich. Ja, Moment, Bruder, also... Ich sag ganz ehrlich, ne, wundert euch auf jeden Fall nicht, wenn irgendwas passiert. Also es wird auf jeden Fall Folgen haben, das wissen wir alle. Es wird Folgen haben. Und wenn es dann am Ende ausartet, ist nicht meine Schuld. Ihr macht eine Schippe drüber, ich werde ganz bestimmt nicht dieselbe Schippe machen. Ich werde noch viel mehr auf diese Schippe packen. Viel mehr. Viel mehr. Was geht, Leute? Willkommen bei einem Video und heute gehe ich zu Hamed Loco. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich hab mich jetzt ready gemacht und ja, jetzt gehen wir mal raus, würde ich sagen. So, Leute, ich bin jetzt in Kassel. Oder sag mal ehrlich, was ist das für ein Bahnhof? Wie sieht das hier aus?
Ich habe noch nie so einen Bahnhof gesehen. Auf jeden Fall, ich hatte gerade 3 Stunden Fahrt hinter mir. Jetzt noch weitere eine Stunde gleich. Und dann bin ich da. Ich sag euch ehrlich, mein Arsch fühlt sich nicht gut an. Überhaupt nicht. Ich hoffe, man hört. Jetzt wird ehrlich nur noch irgendwie das Berko noch was geklaut hat. Was, Digga, wegen dem Wind? Ey, ich hab einfach mein Ladegerät zu Hause vergessen. Ich hab 10% Akku gerade. Ich will noch vloggen gleich. Ich muss ja noch ein Video aufnehmen. Ich muss vloggen. Aber ich hab keinen Akku. Was hat Berko wohl gemacht, damit der sein Ladegerät bekommen hat? Ich bin hier ausgestiegen. Ich dachte mir, okay, ich hab 40 Minuten Zeit, Umstiegszeit, bis meine nächste Bahn kommt. Ich bin zu so einem Bäcker gegangen. Ne, hier sowieso weit und breit kein Mediamarkt, Digga. Das sieht aus wie bei Walking Dead hier. Ich guck, kein Mediamarkt, kein Saturn, kein Elektroladen. Ich denk mir, ich bin kein Ladegerät. Ich geh zum Bäcker. Ich sehe da einen kleinen Typen. Ist echt immer dein Ladegerät. Hier, 20 Euro. Hier, gib mir dein Ladegerät. Habe ich den 20 Euro gegeben für so ein kaputtes Ladegerät? Egal, damit kann ich überall mein Handy ein bisschen laden, weil sonst wären wir am Arsch. Leute wissen gar nicht, ich habe Hamid noch nie gesehen, Digga. Wir kennen uns schon so lange, wir haben schon so viel gemacht, aber den noch nie getroffen irgendwie. Deswegen, ich treffe die Jungs jetzt alle das zum ersten Mal und dann, Ja, sehen wir uns gleich, ne? So, Leute, wir... Ja, Digga, wir haben uns echt schon... Das war das erste Mal, dass ich und Berko uns getroffen haben. So, voll weird. Kennt ihr, ihr trefft eure Jungs, mit denen ihr immer Spiele spielt, online? Habt ihr das schon mal gehabt, Chat? Dass ihr irgendwie nur online kanntet und den dann das erste Mal getroffen habt? Eins in den Chat, wenn ihr das schon mal hattet? Dass so irgendwie so, keine Ahnung, man kennt sich schon. Auf einmal ist er so größer, als man dachte und sowas, ja. Das kennen viele. Also alle, die zocken, kennen das safe. Weil durch Zocken lernt man ja richtig viele Leute kennen. Wir sind jetzt in Paderborn, auf jeden Fall. Ja, da ist die Hölle los anscheinend schon, obwohl es noch nicht mal 13 Uhr ist. Wir haben 12 Uhr. Kennt ihr das, Digga? Ich bin 5 Stunden Bahn gefahren. Ich musste alles kurz in meinem Magen aufladen die ganze Zeit. Die kommen bald alle raus. Ich werde ganze Laden alles voll. Auf jeden Fall. Ich bin das erste Mal in Paderborn. Allgemein so, das erste Mal so in NRW. Ist das hier NRW noch? Ja. NRW, so. Sonst, ich war nur in Berlin einmal. Da habe ich auch einen Vlog gemacht. Habt ihr gesehen? Ich hoffe es. Der Laden ist da vorne. Siehst du die Menschen, was da hinten? Oh da Gott, hinten, Alter. Da hinten ist das alles. Ja, was ist da? Dann haben die da neue Asylzentrum aufgemacht. Ich hab hier gerade irgendwo links gesehen, Sammy, der da rüben. Ja? Ah, da vorne ist der, schaut. Guck mal, der. Abu Goku! Abu Goku! Alles klar? Alhamdulillah bei dir. Wo bist du? Ah. Oder was bist du für ein Kameramann? Du läufst hinter mir. Solange ich bezahlt werde. Du wirst bezahlt werden? Ja. Mir reicht eine andere Bezahlung. Digga, warum streichelt Berko den? Guck mal. Digga, er streichelt den. Guck mal, die klappern ja gerade die ganzen Influencer. Guck, jetzt gehen die zu Abo direkt. Die nerven jetzt Abo damit. die machen Dings. Sidequest, Digga, mit allen Influencern ein Foto machen. Sidequest, Digga. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt, diese Hand hat mehr Hände. Kann ich ein bisschen fixieren. Scheiße, Bruder, wir sind mitten reingelaufen. Sie hält sich fest an Berko. Bruder, diese Oma feiert so GTA und Minecraft-Content unnormal. Die ist Berkos Number One Fan. Oha, Bruder, nein! Wow! Was macht sie mit diesem? Oha, Bro! Oh. Okay, Bruder! Junge, Berkoli genießt Leben, Chat! Berkoli genießt Leben, Chat!
Nein! Der Arme! Was hat er mit Aldi gemacht, Digga? Nein! Bruder, das tut sogar mir weh! Oh, Digga, was macht der mit ihm? Das war ehrlich einer zu viel, Chat. Ey, du bist größer als ich dachte. Ja, du bist auch größer als ich dachte. Ich bin größer als er. Zum Glück bin ich größer als Berko. Aber Berko ist echt groß, Digga. Ich hätte ihn kleiner eingeschätzt. Du bist ein bisschen kleiner als ich. Nein, Bro. Du bist ja dieses. Nein, kannst mich nicht runtermachen. Kannst mich nicht runtermachen. Dein Mund ist auch riesig, Alter. Alles klar? Ey, du hast gerade irgendwas im Schuss gelassen. Oh mein Gott. Hey, Digga, ey, guck mal, wie lange er ihn wieder warten lässt. Oh mein Gott. Digga, er lässt etwas nochmal warten, Bruder. Guck mal, ey, ey, in der Arme, mein Gott, Digga, was hat er denn gemacht? Was hat er denn gemacht, Digga, der Arme, Bruder? Ja. Was macht er mit mir, Bruder? Ich hab was mit Rumdiener oder so, Bruder, mit deinem Hochgebrauch. Bruder, ich komm, ich passe hier gar nicht rein, Bruder. Ich bin krank. Bruder, ernst? Wie geht's dir, Bruder, ja? Ey, mein Gott. Das war schon dieses nicht mehr lustig. Das war dieses, ich hab fast eine Träne verloren, gerade für Ich hab ehrlich gerade fast eine Träne verloren für Aldi. Bruder, Walla, ich bin kaputt, ja. Ja? Aber freut mich, dass du hier bist. Küss dein Auge nach vorne, ich bin dein Herz. Es geht ab, Leute, lass deinen Daumen nach oben da, lass deinen Daumen nach oben. Ja, man muss aber sagen, der Laden sieht sehr, sehr fresh aus, oder? Der Laden sieht extrem fresh aus, oder nicht? Unten da, scheißegal. Der hat mich einfach abgeklemmt am Krieg. 90, Digga! Junge, du erkennst deine eigene Kameramann nicht mal. Ja, ich sehe auch hier mein Mod das erste Mal, Chat. 90? 90 ist 90 da? Mhm. Ich hab den provisorisch eingestellt, Bruder, provisorisch. Ich hab ihn auch das erste Mal getroffen. Ja, Nighty ist da. Sehr gut, Nighty, wichtig. Ey, die drücken einfach in den Laden rein. Die müssen einfach Tür zu machen. Die sind einfach durchgedreht. Die haben angefangen, alle reinzustürmen gerade. Also aus dieser Masse wären wir nicht ohne sie rausgekommen. Wir gehen jetzt einen Dönerfetzen mit. Faro, der wird auch überlagert. Der erste Döner in Paderborn, mal gucken. Ich hab noch nichts gegessen. Boah, guck mal, wie geil das aussieht. Guck mal, diese Spieße, die sind gigantisch. Ein Meister. Star-Döner besser als Berlin, aber Berlin ist auch okay. Bei deiner Arbeit. Wie lange arbeitest du schon? Seit 20 Jahren. 20 Jahre? 20 Jahre? Und machst du seit 20 Jahren Döner? Ich mach seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Uff. Das ist der Berlin-Döner in Paderborn. Digga, er macht aber länger Döner, als ich existiere. Keine Ahnung, Bruder. Hauptsache Döner. Ich hab so Hunger, Alter. Warum ist der so oft, Bruder? Wie soll man denn essen? Ich weiß auch nicht, was ich essen soll. Guck mal, wie voll seiner ist. Kann es nicht zumachen? Willst du essen oder was? Erstmal Fleisch probieren, Bruder. Ist gut. Dann sag ich ein bisschen Lappen. Rein damit. Boah, echt stabiler Döner, ja? Boah, der ist echt stabil. Boah, der ist echt richtig stabil. Der ist gut. Ich würde dem sogar selber eine 8 geben, aber der Star-Döner ist für mich eine 10 von 10. 8. Guck, Justin schreibt auch 10 von 10. Guck, er gibt auch eine 8. Ihr merkt, ehrliche Meinung von Hamed. Kein Pro, weil es Paderborn ist. 8 von 10 Berlin-Döner, 10 von 10 Star-Döner. Geht einmal zu Star-Döner, dick. Der einzige Nachteil bei Star-Döner ist wirklich, dass es ist so voll, du kannst dich nur dreckig machen. Aber es schmeckt. 8 ist gut. Was sagst du? Boah, Hähnchen schmeckt ein bisschen komisch, Bruder. Ich hab dir gesagt, Kalb ist best. Hör, Bruder, das Hähnchen ist ein bisschen... Guck mal, es sieht auch nicht so normal aus. Sieht so komisch, ja. Willst du Wetterschwein so... Ich hätte Kalb nehmen sollen, glaube ich. Da seht ihr, hört immer auf mich. Man muss sagen, Berko tanzt ein bisschen wie ein Goofy, ja? Digga, weißt du, was ich scheiße finde? Ich finde, ich bin in diesem Vlog zu wenig vorgekommen. Du bist zu wenig vorgekommen, weil ich gar nicht gevloggt habe. Ich bin gar nicht dazu gekommen. Nicht so oft gefilmt hast, Digga. Ich bin gar nicht gefleckt, das ist ein Vlog. Leute, merkt euch auf jeden Fall eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist in eurem Leben. Freunde über Hosts.
Und das vor allem, du hast es gerade nicht ganz gecheckt. Was geht? Wenn man ein Event plant, Bruder. Okay, guck mal, checkt ihr es, Chat? Ich sag Freunde über Haus, okay? Ich sag Freunde über Haus und Berko hat es nicht gecheckt. Ihr werdet es auch nicht checken, aber in unserer Runde hat ein Bro gefehlt. Und deswegen habe ich das gesagt. Ich will jetzt keinen schlecht reden, aber ich sag Bros before Hoes und zufällig fehlt auch ein Bro, der anscheinend Bros before Hoes, der hat das nicht gecheckt, Bros before Hoes. Ein Bro hat gefehlt am Esstisch. Bros before Hoes eigentlich, sagt man eigentlich. Das ist glaube ich nicht ganz gecheckt. Was geht? Wenn man ein Event plant, Bruder. Ich meine Umut! Umut? Ja! Ey, was denn? Ich hab nicht verstehst du und nicht. Umut hat mit uns dieses Event geplant. Ist er hier? Welcher Umut? Der? Der, wo ist der? Er sagt, welcher Umut? Ja, darum geht's. Omet. Scheiß, schneid raus, Digga. Digga, er sagt zu Omet, da ist doch Umut, Digga, Bruder. Umut wurde zum Mund gemacht an dem Tag, Chat. Umut wurde ehrlich zum Mund gemacht an dem Tag. Was macht? Mach aus, Bruder, scheiße. Also, wir sind gerade mit Roller ein bisschen gefahren und ihr wollt nicht wissen, wie meine Haare aussehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bruder! Oh Mann, Digga. Geil. Einfach eine Zugo. Du gehst nach Hause, gell? Ich hau ab, Bro. Der Bro geht nach Hause. Was sowas von. War ein anstrengend. Junge, meine Hand. Ich kann ein Bild liegen, Chat. Von A. Ich hab's euch nicht gezeigt. Ich kann ein Bild liegen von Berko. Soll ich machen? Ich könnte jetzt ein mieses Bild liegen von Berko. Ja. Yeah. Ja, mach. Warte. Eine Sekunde, ich muss kurz raussuchen. Mozart! Mozart! Hey, was ist das? Was ist das? Ach, Digga, was ist das? Einfach eine Goldgrube oben. Eigentlich wollten wir um 10 Uhr morgens, nee, 10 Uhr ist nicht mal morgens, nur für uns Ausländer ist 10 Uhr so morgens. Auf jeden Fall wollten wir um 10 Uhr bei Hamed sein und eine Fußball-Challenge aufnehmen. Und ich kenne den mittlerweile, ich kann den mittlerweile einschätzen. Ich wusste, der wird sowieso auch pennen, also habe ich auch gepennt noch bis 12 Uhr. Wir gehen jetzt eine Fußball-Challenge aufnehmen mit meinem Fuß ist einfach gebrochen oder so und ich muss jetzt Fußball-Challenge aufnehmen. Auf jeden Fall, ich bin nicht so in dieser Fußball-Thematik drin, aber ich bin für RB Leipzig jetzt. Schön gesagt, oder? RB. Hier haben wir einen Macher, der ist nur am Arbeiten die ganze Zeit. Der Arme, ja, der ist nur im Karten die ganze Zeit. Mann, Job, Bruder, warum wusstest du, dass er nicht so wappen? Hä? Warum wusstest du, dass das dieser andere Giotto ist? Bruder, weil die weißer sind. Diese Giotto schmecken nicht. Die schmecken anders. Und was macht der? Willst du Leiche verstecken? Auf jeden Fall, wir räumen jetzt die Wohnung auf. Dann gehen wir Fußball-Challenge aufnehmen für Hamid. Das seht ihr auch die Tage bei denen. Auch gestern
einen Polizeigroßeinsatz ausgelöst, dadurch, dass so viele Leute gekommen sind. Das war auch heftig. Hier nochmal der Zeitungsartikel. Was sagst du dazu, dass wir einen Polizeieinsatz ausgelöst haben? Ja, aufgrund der Hypatola-Formel muss man sagen, dass das Ganze schon optional war. Ja, er hat gerade einfach alle Wörter gesagt, die er von der 1. bis zur 12. Klasse gelernt hat. Ey, warst du bis zur 12. Klasse in der Schule überhaupt? Denk alle, die sind Fußballprofis mit deren Fußballvideos. Guck mal hier. Los, geht nach Hause. Sorry, Berko, ciao. Ciao, ich werde dich vermissen ein bisschen. Ciao. 10.000 Likes, wenn ich jetzt die Latte treffe. Digga, wir haben gerade Fußball-Challenge zu Ende gedreht. Da kommen irgendwelche Zuschauer. Die boxen sich dort einfach. Guck mal. Einfach, die machen Box-Event. Du hast mich auch ernst genug, Forst, oder? Eigentlich jetzt. Was hast du gemacht? Hat weh getan? Film mal mein Auge. Sorry, Bruder, ja. Digga, da wird so ein blauer Fleck kommen, Digga. Ich muss meiner Mutter sagen, beim Arbeiten ist irgendwas auf mich gefallen. Ey, Bruder, sorry, Bruder. Digga, für einen Vlog, dafür müsst ihr. Was müssen wir dafür machen? Wie viele Likes? 5000. Bruh. Bruder, er denkt nicht illegal, er denkt KSI, Bruder. Ja, 60.000 Likes auf Vlog. Auf Vlog. Ja, ich mach's auf Song, Digga. Er gibt mir auf ernst eine Bombe, Digga. Guck mal, mein Auge. Digga, sein Auge ist ehrlich rot geworden, ja. Digga. Bruder, sein Auge ist. Ich hab ihn aus Versehen am Auge getroffen. Das war schon klar. Du hast mich auf ernst genug, Forst, oder? Eigentlich jetzt. Ich wollte auf Kopf so ein bisschen treffen, aber Digga, ich hab einfach sein Auge getroffen. Oder? Sorry, Becker, an der Stelle, ja. Sorry. War aber ein W-Vlog, muss ich sagen. Ich muss sagen, generell, Bruder, das ist so, hm. Hat den richtig geil, muss ich sagen, den Vlog. Sehr, sehr starker Vlog.